Die Startliste, meine Damen und Herren. Ein Weltmeister eröffnet und ein möglicher Weltmeister, der schließt. Was gibt's denn da zu lachen? Nix, Herr Thiele. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Dann halten Sie sich zurück. Willkommen, liebe Zuschauer. Gerd Siegmund, Dirk Thiele, das bekannte Team. Der eine ist noch hübscher geworden oder so hübsch geblieben. Der andere ist ein Jahr älter geworden. Was ist neu? Wir rücken ihn noch mehr auf die Bude. Sprich, wir haben uns verbreitert, was die Webseite angeht. Und wir sind bei Eurosport. Noyaki Kasai, der hier mit zwei Landsleuten zusammen, also drei Japaner sind hier 140 Meter geflogen. Funaki gestern, dann Saito heute in der Quali, er 1993. Und Kruzifix, war er jetzt mit den Händen im Schnee. War er mit den Händen im Schnee, der Kasai. Das war auf jeden Fall weiter als 140 Meter. Und der Sprung wird wohl als gestanden gegeben. Als gestanden gegeben. 147,5 Meter. 147,5 Meter. Ich glaub's nicht. Das halte ich im Kopf nicht aus. Kann man denn überhaupt so weit fliegen? Der verdirbt ja alle Preise. Gut, kommen wir zum Tipp. Kleiner Ausblick. Ich meine, deinen kann ich ja fast schon an der Stirn ablesen. Steht zwar Eurosport drauf, aber... Wieso steht da Schlierenzau drauf geschrieben? Ja, in ganz großen Buchstaben. Und ich, ja. Gut, wenn du das lesen kannst, dann bleibe ich dabei, dann will ich das nicht ändern. Für mich ist Gregor der absolute Top-Favorit und ich kenne ja auch deine Auffassung und ich streite auch nicht mit dir. Einer der Deutschen wird vorn mit dabei sein. Was vorn ist, ist relativ. Ja, naja, dann brauche ich mich ja nicht so ganz festlegen. Dann bin ich ja allgemein bei den Deutschen dabei, wie du so schön zitiert hast. Aber ich muss ja gegenhalten. Ja. Also klar, was soll ich anders sagen? Richie Freitag, bestechende Form. Mal sehen, ob er es umsetzen kann. Also unser Tipp steht, schalten Sie ein, 17 Uhr geht es dann los bei Eurosport. Erster Durchgang live. Hier aus Sacherhof. Und nochmal, da sind Sie wirklich auf der sicheren Seite. Gucken Sie bei uns. Das andere, gut, die senden aber auch. Tschüss. Ja, müsste es wieder gehen. Ja, und da hätte es Hájek ganz gut. Ja, die Ampel auf grün, allerdings oben ist sehr viel Aufwind. Antonin Hájek, 228,5 sein Landesrekord. Und hatte die Höhe, hatte die Höhe. Geht ja noch, geht er noch. Antonin Hájek steht ihn. Antonin Hájek steht ihn fast mühelos. Kein Telemark, aber er steht ihn. Und das ist ja wieder ein Landesrekord. 236 Meter. Der hatte angedeutet, schon am Kulm, wozu er fähig ist, hat die idealen körperlichen Voraussetzungen, ist ein Floh, ein Sprungfloh, ein Knirps. Aber der kann sich so auf den Wind legen. Ein Segelflieger, ein kleiner Drachen. Und ja, die Hände zum Zeus erhoben. Oh, Hemmet ist ja Hájeks Toben. 236 Meter. Kamera läuft. Das Mal geht's, oder? Ja. Funktioniert. Kofi, wir haben ja wieder eine ganz schwache österreichische Mannschaft gesehen, gell? Ja. Ja. Wir müssen uns was überlegen. Ein bisschen, ja. Ne? Ja, schon ab und zu schon ein bisschen, aber es ist zu verkraften. Und jetzt geht's ab. Achtung, Achtung, jetzt an der Kante, jetzt abgehoben. Und der geht doch, 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 gewonnen. Gewonnen, sagt der Herr Thiele. Hui, ich weiß es. Ich getraue mir es nicht. So, lieber Gregor, Bestandsaufnahme. Erster Sprung im Training richtig gut. Zweiter ein bisschen hinten auf Ski gestiegen und dann haben wir die Lehren draus gezogen. Und du konntest natürlich nicht zu uns kommen, weil du beschäftigt warst. Und das kann jeder nachvollziehen. Dein Fazit, der König von der Vogtland Arena bleibt der König? Naja, ich würde sagen, König bin ich keiner, aber Ehrenmitglied des VSC Klingenthal, das ist ja auch was. Ich muss da leider nicht ganz zustimmen, du hast leider nicht immer recht mit deinen Analysen. Streitest du schon wieder mit mir? Aber wie gesagt, das Training war in Ordnung. Einstimmen auf die Schanze, auf die Gerätschaften. Morgen zählt's und ja, da werden wir versuchen, wieder richtig gut Ski zu springen. Gregor, dann klär mich doch mal auf, damit ich nicht dumm sterbe. Welche Analyse war denn falsch? Ja, mit dem Ski draufsteigen in der Luft. Ach, das war nicht der Fall? Nein, das war nicht. Dann habe ich mich verguckt, kann ja mal passieren. Ja? Musst die Augen auftun. Ja. Also, okay. Das nächste Thema ist für uns, unsere Kabine ist da oben. Und wenn es morgen einigermaßen passt, kommst du mal bei uns vorbei? Willkommen, unsere Kabine ist da oben.
Ich kann es nicht ganz versprechen, aber wenn es mir sehr gut ausgeht, bin ich natürlich vor Ort und werde meinen Senf dazugeben. Gut, es kann auch mostrig sein. Was? Okay. So, Gregor Schlierenzauer, auf dass alles gut geht. Denn das weiß man. Das ist der Weitenjäger der Saison. Oh, der geht auch ganz weit. Was macht ihr denn und bleibt stehen. Stehen. Und bleibt stehen. Was oh, das ist Harakiri denn? Mit Anlauf, aber mit Riesenanlauf. Und das ist jetzt der neue Schanzenrekord. Der steht nämlich 149 Meter. Der was haben weiter. Wir gesagt? Den kann man nicht stehen. Der war noch weiter. Der war noch weiter. Der ist aus der Videoweitenmessung rausgeflogen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Es ist einfach nur er bleibt unglaublich. Andi, dass wir mal ein Interview zusammen machen, ein Wahnsinn. Danke ein dir. Wahnsinn, hätten wir auch nicht gedacht. Also dann, bis nächste Woche. Jetzt der Meister. Was kann er noch gut machen? Jana Aunen, ja! Teufel nochmal. Teufel nochmal. Der Renndirektor Walter Hofer steht an der Kamera. Also wird das keine Steigerung ist, so weiß ich nicht. So, Gerd, jetzt müssen wir natürlich auch ein richtig gutes Fazit ziehen, sonst schieben wir uns dann ins Abseits. Ja, na dann, fangen wir an. Also ich habe einen Turnierfavoriten gesehen. Ja, toll. Das ist ja sehr schwer. Den Mann im gelben Trikot, den Turnierfavoriten zuzuschieben, das ist ja wie wenn ich weiß, dass er übermorgen Weihnachten ist. Das stimmt tatsächlich. Aber wenn du jetzt fair bist, dann wirst du sagen, das hat der Dirk schon vorher gesagt. Ja, vor der Sendung hat er das schon gesagt, der Dirk. Aber der Mann ist ja, der Dirk ist ja so lange im Geschäft drin. Also ich meine, sein kleiner Finger juckt nicht mehr so häufig, seine Glaskugel ist kaputt gegangen. Irgendwas muss er jetzt erfunden haben oder gefunden haben, dass er solche Prognosen raushaut, der Dirk. Pass mal auf, mit der Weisheit des Alters nimmt Genialität ab und Realität nimmt zu. Na, dann kann ich mich ja noch auf einiges freuen bis 2020. Na, gute Nacht auch. So, als... Aber auch ich... Oh! Nein, nein, ich... Was ist... Sorry, wenn Sie mich jetzt kritisieren, dann bleib auf dem Teppich, aber irgendwie geht man mit, weil das sind Gratwanderungen. Ja. Naja, logisch, ja, das ist, damit musst du leben. Du hast gesagt, learning by doing, das heißt, irgendwann wirst du das erste Mal Windeln wechseln, oder wie? Ja, hab ich schon. Na, das hast du doch nicht, ja, schön. Ich habe das schon gemacht. Ach. Alles schon. Ist denn die Lilly schon zu Hause? Na, aber im Krankenhaus muss man auch Windeln wechseln. Ach so, ja, ja. Und hat es geklappt? Hast du schon mal Windeln gewechselt? Ja, meine eigenen. Junge. Thomas. Allerdings bei den Verhältnissen und in der Form, da kommt er auch hin. Thomas Morgenstern. Außerdem erschließt er immer wieder neue Motivationsquellen. Und dadurch sprudelt das Wasser einfach. Thomas Morgenstern, wie wirklich, wie automatisiert. Ja. Das geht einfach und wie es geht. Oh, schönen Schau. Gruß auch. Und ja, Telemann. Ja, ja. Telemann. Ja, und das Volk tobt. Aber so etwa dran. Oh, bleib gleich hier, bleib gleich hier, bleib gleich hier, bleib gleich hier. Also die beiden Top-Springer. Nach dem Teamwettbewerb und nach dem Einzelwettbewerb wahrscheinlich auch. Sag mal untereinander, ihr seid doch Zocker, ne? Ihr wettet doch gerne. Alle beide. So wenn, jo, ja, selten eigentlich. Wettet ihr auch, wer von euch beiden nun der absolute Topmann des Winters wird? Im Moment könntet ihr etwa so auf Augenhöhe sein. Du hast Fragen, hä? Herr Gregor, du, entschuldige mal. Ich wette, dass ich weitergehen muss zum nächsten Interviewpartner. Also, toi, toi, toi und danke für die Vorstellung, okay? Ja, danke schön. Super. Ja. Ja. In Kusamo haben die Österreicher verloren. Na, das hat sie doch ziemlich gefuchst. Ja, der geht ja, auch. Ja, erledigt der Fall. Der geht noch weiter. Er kann auch stürzen. Der geht noch weiter. Und stürzt, ja, jetzt ging es wieder. Der ist nicht zu stehen. Es ist doch zu weit. Ja, 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 ja. Er hat irgendwo recht. Er hat irgendwo recht. Das ist aus der ersten Reaktion. Ja. Schönen Gruß an die Jury. Bei einem solchen Klassenspringer darf man den Anlauf nicht so lang lassen. Ja. Er hat recht. Ja, und der kann ja nicht auf Sicherheit springen. Sowas gibt es nicht. Und das wäre auch wieder eine Natur des Springers und seiner sowieso. Stell dir mal vor, der bricht sie in den Hals. Ja.
Ja, Gratulation dem österreichischen Cheftrainer Alexander Breutner. Und ich habe ja was gut zu machen. Ich habe ihn gestern also schwer verletzt und er ist voll bandagiert, hat kaum die Kraft gehabt, die Fahne zu senken. Aber seine Springer haben sich voll auf ihn verlassen und wir können es ruhig nochmal raufen. Du steckst jede Verletzung weg und ihr seid trotzdem erfolgreich. Ja, danke vielmals. Ja, ich glaube, meine Athleten sind halt für mich gesprungen, für ihren verletzten Trainer. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es mit der besten Sparringpartner vom Wladimir Klitschko zu tun habe. Das hast uns, du lieber Freund, leider verschwiegen. Und ich wünsche mir in Zukunft mehr Ehrlichkeit in dieser Beziehung. In Ordnung, also du möchtest, dass ich mich nicht mehr körperlich mit dir anlege? Ja, das würde ich mal. Jetzt wollen wir das mal auflösen. Wir haben gestern einen Joke gemacht und da haben uns ein bisschen gekabbelt. Und da ist der Alex einfach mit seinem Finger in meinem Anorak hängen geblieben. Es ist nicht so, dass die Fäuste geflogen sind. Das wollen wir mal klarstellen. Und da habe ich vorhin zu Lukas Kruschek gesagt, da steht er. Stell dir mal vor, die hätten jetzt noch einen guten Trainer. Und? Noriaki Kasai. Ach, war der glücklich in Hakuba, als er gewonnen hatte. Und ja. Also wenn es so weitergeht, er verletzungsfrei bleibt, dann nimmt er vielleicht auch noch die Winterspiele 2018 in Angriff. Ja, das ist ein Nahziel. Ja. 41 ist er schließlich erst alt. Ja. Und 137 Meter für Noriaki Kasai. Kamila, das ist nicht seine Frau, das ist polnisch Kamila Stoch. Ja, und Kamila Stoch war in Oberstdorf im Training bärenstark. Der ist also auch gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Oh, hey. Jetzt war er bald in den Schanzenrekord. Ja. Oh. Da ärgert er sich, dass er nicht gestanden hat. 145 Meter. 145. Einiges Blechle. 1,5 Meter unter dem Schanzenrekord von Michael Uhrmann. Aber den nach dem Motto, hier will gerade ein Auto raus, lass uns mal, wir haben einen guten Kameramann, der heißt Sigmund. Ja, ja. Ich freue mich aber schon. Der fährt mir doch glatt über den Schuh. Ei. Sag mal hier, der Kratzer. Materialkontrolle, ja. Meinen Schuh wollte er kontrollieren. Ja, ich weiß zwar nicht warum, aber du bist in Deutschland unheimlich populär. Kannst du dir das erklären? Nein, ich glaube, Dirk, dass du immer so nette Sachen über mich redest. Und das hilft natürlich. Du, dann sag doch unseren Zuschauern von Skisprung TV wenigstens noch, die Deutschlandtour steht ja vor der Tür. Springst du durch? Ja, ich möchte schon durchspringen, weil es ist eine lässige Tour. Deutschland sind ein Haufen Fans und ist immer gute Stimmung und macht riesig Spaß, dort zu springen. Alles klar. Toi, toi, toi. Mach's gut. Bis dann. Danke. Ciao. Und die Österreicher, die sind weg. Da passiert nichts mehr. Da kann normalerweise nichts mehr passieren, um nach vorne aufzurücken. Schlierenzauer springt jetzt seinen eigenen Wettkampf. Oh, jetzt wird es gefährlich. Hat er zu viel Aufwind? Ja, er weiß, es geht weit. Und das zu verarbeiten im Kopf. Aber der ist so brutal stark. 220 plus. Schliri. Komm, Schliri. Handbremse rein, Junge! Und ganz locker gestanden. Weltrekord? Nee, der kann es nicht sein, aber 230 waren es. 233,5. Und wieder österreichischer Rekord. Und der kommt ja mit dem Filzstift gar nicht mehr hinterher. Und er hat noch, aber er sagt, er hat noch genügend Platz bis zur Bindung hin. Also er hat ja die Rekorde draufgeschrieben und sage ich, na jetzt geht's dir langsam aus. Sagt er, naja, ich habe schon noch Platz zum Draufschreiben. Also der ist im positiven Sinne wahnsinnig. Jetzt kommt der Riese Simon Ammann. Der vierfache Olympiasieger. Der Mann, der jetzt nur noch gewinnt, der gar nicht mehr weiß, wie verlieren geschrieben wird. Und der ist wieder in der Luft. Der gibt sich nicht die Blöße. Nein, der geht! Chapeau! Und Simon Ammann, er schüttelt die Hände. Natürlich war es wieder eine enge Kiste. 236,5. Wieder neuer Schweizer Rekord. Wieder Ammann. Wieder der Schweizer. Wieder Simon. Wieder der Überflieger. Wieder der Mann des Winters. Meine Güte, nochmal. Er ist aus der Schweiz extra gekommen. Er wollte heute dabei sein. Ich weiß noch nicht mal, wie du heißt. Toni Stadelmann. Toni! Toni, was ist das? Hau ab, Toni! Ja, das warst du. Volltrunken in die Kabine rein. Ja, ja. Und da habe ich dich rausgeschmissen. Engelberg, ja. Ja, und du hast so lange gewartet, um dich zu entschuldigen.
Ja, ja. Ja. Und jetzt probiert sie mir einmal daher zu locken, aber leider es geht nicht. Ist wirklich ein Freund von mir, aber er hat andere Familie. Nein, ich habe ihn gar nicht gefragt. Nein. Er hat gesagt, er hat jetzt seine vier Olympiamedaillen in Gold hat er da zusammengeschmolzen. Und die übergib ich jetzt. Ja, was ist denn denn? Ich dachte mir. Toni, ich hoffe, dass du deinen Finger nicht verpasst hier. Mach's gut, ja. Tschüss, danke schön dir. Ja, danke, danke. Ja, das ist super. Na, danke. Ihr müsst euer Gewicht halten. Ja. Und Schnierensauer oder Evensen oder beide ex equo, das kann ich mir nicht vorstellen. Der geht immer noch, der geht. Und Telemark, Schnierensauer. Aber mit 7 Meilenstiefeln hat er sich zurückgemeldet. Das sind 243,5 Meter. Und jetzt muss auch er deutlich zulegen, wenn er in der Phalanx dieser Segler bleiben will. Harry Olli, der geht noch weiter. Holz, der Kuckuck, das ist Schanzenrekord. 223 Meter von Jokelsoy. Oh, jetzt wird es gefährlich. 225,5 Meter. Und jetzt kriege ich Magenschmerzen. Jetzt bekomme ich Magendrücken in Richtung Schmidt-Leutzel, Ammann, Schnierensauer. Ich bin geneigt zu sagen, genießen Sie seinen Flug. Zu ihm ist eigentlich schon alles gesagt. Ja. Da kann er selber auch nur drüber lachen. Es ist einfach nur unglaublich. Geht phänomenal. 142 Meter. Der ist noch in der parallelen Technik gesprungen. Ja, ich weiß. Es ist unglaublich, was der Mann schon mitgemacht hat. Und es geht immer wieder noch was. In der Kategorie beste Sportsendung geht der Deutsche Fernsehpreis an die Olympia-Berichterstattung durch Eurosport. Fang du an. Ja, ne, wir uns kennt kaum jemand. Wir sind die beiden vom Zwergensender. Gucken Sie in das Programm. Auf die Minute bin ich nicht vorbereitet. Das ist auch völlig normal. Man konnte nicht vorbereitet sein. Wir sind die Kleinen und dass wir die Großen bei dieser Auszeichnung hinter uns gelassen haben, das ist schier unglaublich. Normalerweise... Normalerweise müsste ich meine Laufbahn jetzt beenden, denn besser kann es nicht werden. Aber ich tue es nicht, weil ohne mich ist der Heinrich nur 50% wert und ich ohne ihn auch nur die Hälfte. Außerdem wollen wir die Großen auch im Wintersport noch ein bisschen ärgern. Heinrich im Biathlon und ich im nordischen Ski. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Jury. Es ist unglaublich. Ist es Johan Remen Evensen? Er wird jetzt nicht zu weit fliegen, oder ist das der Rekord? Ist er das, oder ist das der Weltrekord, der nochmal eingespielt wird? Nee, das ist er selber. Ist er selber, ist er okay. Selber. Also, dann noch einmal. So weit wie vorhin kann es nicht gehen. Aber er testet noch einmal und flutscht durch. Oh, ja. Es ist doch unglaublich. Es ist doch unglaublich, dieser Johan Remen Evensen. Da haben wir schon gedacht, Ende der Fahnenstange. Und da 246,5 Meter. Es ist unglaublich. Ja. Es ist schlichtweg kaum nachvollziehbar. Hat ihn vorhin schon gestaucht bis zum geht nicht mehr. Und jetzt legt er noch mal 3,5 Meter drauf. Sind wir ja schon bald bei 250 Metern. Hat er den gestanden? Er hat ihn gestanden, glaube ich. Und eben hat es noch gesagt, das kann nicht so weit gehen. Nein. Sicherheit ist dann ja auch nicht gegeben. So, jetzt allerdings Peter
Preutz. Peter der Große, Peter der Erste, Peter, der es richten soll, Peter Nationale. Juri Tepes führt und Preutz mit der Gegenattacke. Zwei Slowenen vorm Fragezeichen. Nein, Brüder im Geiste, was stellt ihr denn hier an? Was stellt ihr denn hier an? 20-20, 8-5 ist er betrunken. Und 19 und noch 19. Verhältnisse, 240 plus, wenn so. Er hier oben so sauber rauskommt wie im ersten Durchgang, das kommt dann. So, der geht na ab. Dann segelt er in Richtung Weltrekord. Der geht ab. Achtung, Achtung, der immer noch, ab. Immer noch, immer noch. Er hat ihn, er hat ihn erst dicht dran. Ja, ich weiß nicht, dicht dran ja, aber es könnte drüber gewesen sein. Nochmal 246,5 Meter, das wäre der Rekord. Und er ist überreif, er ist so sensationell gesprungen. 50. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Sie werden Zeuge eines historischen Wettkampfes. Ein Datum. Der erste Mensch der Welt, der 250 Meter fliegt. Unglaublich. Aber wenn einer, dann er. Neuer Weltrekord. Die 246,5 Meter sind ein statistischer Wert. Ja, liebe Freunde von Skisprung TV, ihr wolltet ja schon immer mal wissen, wie wir arbeiten. Und ich überrasche jetzt mal den Dirk. Mal sehen, was er macht. Wir sind kurz vor der Sendung. Dirk, unser Studio. Ja, ich habe gerade gehört, du hast gefragt, was er macht. Nein, der Nase bohrt er nicht. Er bereitet sich auf die Sendung vor. Und den Platz, den wir hier haben, den kann man als einmalig bezeichnen. So schön haben wir es selten. Blick direkt auf den Aufsprunghang. Hier ist der Windmonitor, hier ist das Eurosportbild, hier ist das Direktbild, hier ist mein Computer, hier ist der Ergebnismonitor. Da werden Sie sagen, Mensch, das kann ja eigentlich jeder. Naja, fast jeder. Aber ein kleines bisschen muss man auch noch aus dem eigenen Fundus was dazu tun. Aber wie gesagt, das ist ja ideal. Man sitzt nicht immer so. Manchmal sieht man die Schanze nur von hinten, manchmal nur von vorn. Aber das ist ideal. Und hier könnte der Experte Gerd Siegmund auch sich wirklich ausfalten und zur vollen Wirkung kommen. Ja. Ja, dann wollen wir hoffen, dass er das tut. Aber Dirk, dein Wissen, jetzt schauen wir mal auf deinen Rechner. Das ist ja dein berühmter Rechner. Ja. Kann man da ein bisschen Einblick geben, wie das funktioniert? Ich hoffe, wir sehen es auch. Ja, zum Beispiel, hier. Wenn ich hier Tom Hilde anklicke, dann weiß ich, in der Saison 2005-2006 ist er in den Weltcup eingestiegen, hier in Lillehammer als 19. War drittbester Norweger. Hier habe ich alles das Persönliche. Ja, und der Rest, den Rest haben wir im Kopf. Ja, also das ist jetzt quasi das größte Geheimnis, was wir hier noch zu berichten haben. Aber wir haben auch noch hier ein rotes Telefon. Das ist aber nicht dafür, dass du den Herrn Putin oder den Herrn Medvedev anrufst, oder? Nein, nein, die rufen ja mich an. Ja. Okay. Die rufen mich an und haben mich schon gefragt, was sie beispielsweise mit den Russen machen sollen. Und da habe ich gesagt, legt sie mal auf Eis und siehe da, sie springen nicht im Planitzer bei der Skiflugweltmeisterschaft. Du siehst, ein bisschen Einfluss haben wir auch. Sich das vielleicht ändern. Anders Vanemel. Also unter 230 macht er es eigentlich nicht. Der zweite von gestern, geboren um zu fliegen, der Norweger. Anders Vanemel. Oben wieder stark. Ja, und jetzt hat er sofort die Fluglage und jetzt kommt die Welle. Oh, jetzt segelt er. Steht. Das könnte es gewesen sein. Die 250 Meter dürften eine kurze Geschichte haben. Anders Vanemel, der gestern schon an die Tür geklopft hat. 251 Meter, der Rekord ist ein Norweger. Bitteschön, den haben wir doch nur für einen Tag ausgeliehen. Peter Preutz, du bist die Marke los. Ich, Anders Vanemel, ich bin der neue Weltrekordhalter. Und das kommt nicht von ungefähr. Der Kulm bebt. Die Stimmung auf dem Siedepunkt. Das wird er toppen. Oh, der geht, der ist hoch, der ist weit, bleib stehen, Chance-Rekord. Mein Gott, das hältst du im Kopf nicht aus. 215 Meter oder
Oder? Wie weit war denn der? Der war doch gar nicht zu stehen. 215,5 Meter. Jetzt haben wir den Beweis bekommen, dass so eine Riesenweite hier am Kulm zu stehen ist. Das ist der komprimierte Wahnsinn. Und ich bleibe dabei, ich habe schon viele Wettkämpfe kommentiert, es war einer der geilsten. Bei allem Respekt. Denn jetzt Peter Preutz, der Schanzenrekordmann. Geht er wieder aufs Ganze? Ja, natürlich macht natürlich er das. Geht er aufs Ganze. Kann er schon grün? Hat er noch nicht? 33 die Ampel. Jetzt ist grün. Also, oh, das sieht auch gut aus. Also wenn er jetzt ein Aufliegen hat, dann hoffentlich bleibt er stehen. Riskiert er den Sturz? Riskiert er den Sturz? So, also das passt alles, das passt alles. Jetzt segelt er, jetzt segelt er, jetzt segelt er. Bleib stehen, bleib stehen, wo bist du denn hingegangen? Der steht den, ja Wahnsinn! Neuer Schanzenrekord. Das ist ja der Wahnsinn. Peter Preutz. Das ist ja unglaublich. 244 Meter. Ja, den hätte ich wahrscheinlich für blöd erklärt, das ist klar, ja. Das war unser freier Cheftrainer. Pointer! Deinen Namen merke ich mir. Ja, ja, okay. Ja, ja, alles gut. Danke nochmal. Hey, vielen Dank. Geh zu deinem Cheftrainer. Danke dir. 125,5 Meter im ersten Durchgang, Manuel Fettner. Und der verkürzt nicht jetzt Alexander Pointer bei Manuel Fettner. Und das hat er auch richtig gemacht. Ja. Nein, kein Sturz, kein Sturz. Sensationell. Der überquert die Sturzlinie auf einem Ski. Eine Meisterleistung von Manuel Fettner. Ja, da kann er Zirkus Krone auftreten. Gibt's ja gar nicht. Ja, gibt es. 128 Meter. Die Bindung ist aufgegangen und der fährt da durch, als wenn das gar nichts wäre. Der Ski geht hier ab, der löst sich so, die Bindung. Und da, nein, das geht ja gar nicht. Also, der muss ja ein Alpiner sein vom Feinsten. Jetzt kannst du dich lang machen. Jetzt interessiert es keinen mehr. Manuel Fettner, das ist was für Watts. Das geht ein in die Annalen. Jawohl, genau. Na, Alex Pointner, der kann Ski fahren. Eieieiei. Und der hält die Er hatte den Weltrekord. Ja. Er hatte ihn mit 234,5 Meter. Und den kommentiere ich jetzt im Stehen, Gerd. Den kommentiere ich jetzt im Stehen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wie weit kann Björn Einer vom Hören runtersegeln? Er hat noch Höhe, er hat noch Höhe, er hat noch Höhe. Er hat ihn zurück, er hat ihn zurück. Ja, bist du die Jungs, dran. Die Jungs, die sind nicht normal. Die sind nicht normal. Das ist noch weiter. Ja, der landet doch auf der VIP-Tribüne. Das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist Druckfehler. 239 Meter. Ja, liebe Leute. Wo bin ich denn hier? Im falschen Film. Das kann doch alles nicht wahr sein. Doch, Gerd, solche Weiten kann man doch nicht stehen. Doch, doch. Die sind verrückt. Unglaublich, da ist es schon fast eben. Also wer mal die Zeit hat, zu dem Skifliegen zu fahren, egal wo. Na, also, ich muss was trinken, mir klebt die Zunge fest. 239 Meter, Björn Einer Romöhren. Irre, wie hoch der da ist. Und da, man muss sich vorstellen, man guckt da hin und man denkt, das ist eben, da geht es schon wieder berghoch. Aber und mit welcher Geschwindigkeit landet er dort? Ja, um die 140 Stundenkilometer. Mahlzeit. Und das fast im Flachen. Also, dem müssen doch die Kniescheiben aufspringen. Aber er hat ja jetzt genügend Zeit, sich zu erholen. Jesus, und die werden heute eine Feier zelebrieren. Also. Was war denn hier heute alles los? 231, 234,5, 235,5, 239. Wo soll es nur hingehen? Und es kommen noch vier. Gestern, ja. Was sagst du dazu? Komm gleich dazu. Komm, gratuliere erstmal heute zu deinem. Nein, ich muss ihn beschimpfen. Warum? Ja, ich habe ihn als Nummer 2 getippt heute. Ich habe gesagt, er wird heute Zweiter. Er hat mich wieder mal enttäuscht hier. Ich habe nämlich ja Morgenstern, Schlierenzauer und dritter Freund. Man muss doch ja für Klingenthal noch was aufheben. Ah, in Ordnung. Ist das ein Versprechen? Schlieri, du hast heute gestört. Weißt du das? Wir waren gerade bei unserem Abgesang und da drängelst du dich rein. Schlieri jetzt stört nie. Jetzt sag doch mal wenigstens Wiedersehen zu den Zuschauern. In unserem beiden Namen. Verabschiede dich. In unserem Namen aus Willingen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei diesen zwei tollen Jungs. Ohne sie wäre Skispringen nichts. Und ja, wir freuen uns dann schon wieder auf die nächste Videobotschaft. Bleibt dran, es wird nur mehr spannender. Schauen wir mal.
Danke verbindlichst. Sehen wir uns in Dirk Thiele und Gerd Siegmund. Mit Gregor Schlierenzauer, besser geht's nicht. Das ist unglaublich. Ja. Schluss aus, das war der Abgesang aus Willingen. Sagen, oder? Na. Sollte es jetzt funktionieren? Das Absprung. Ja, leichte Ecke. Jetzt kommt der Ziegel. Noriaki Kasai. Holster Kuckuck. Mensch, Junge. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Da freuen sich alle mit ihm. Es ist doch unglaublich. Der Junge ist 41 Jahre alt. Das hält doch im Kopf nicht aus. Noriaki Kasai, das ist der 16. Weltcup-Sieg. Meine Güte, er haut sie alle in die Pfanne. Der bleibt gestern im Hotel, der hat den Ammann gespielt von Bischofshofen. Jawohl, Schliere, das ist eine gute Geste. Das gefällt mir. Kamil Stoch, da stehen sie Schlange zum Gratulieren. Ich würde mich auch gerne anstellen. Noriaki Kasai, Leute, ach, ist das schön. So, sagen wir Wiedersehen? Ja, sagen wir auf Wiedersehen. Und wir meinen das eigentlich so, wie wir es sagen. Wiedersehen. Machen Sie es gut, Gerd Siegmund und Dirk Thiele.